Ja, liebe Leute, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Möglichkeit, in einem Tesla Model S Plaid auch noch zu fahren. Ich habe hier so eine Probefahrt gebucht beim Tesla Service, weil mein eigenes Auto in der Werkstatt steht. Und ich bin überwältigt, was dieses riesen Display angeht. Und dazu noch hier ein tolles Display direkt vor einem für die anderen Informationen, die man ja normalerweise Model Y und 3 hier hat. Das sieht schon ziemlich cool aus, das muss man schon sagen. Bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich hier keine Wahlhebel mehr habe, natürlich, klar. Aber kann man sich auch dran gewöhnen. Und es geht wirklich super einfach. Das einzige Problem, was ich hier habe, ist natürlich wieder der Blinker. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen soll er halt auch alleine wieder ausgehen beim Spurwechsel und so weiter. Also ich hoffe, das funktioniert. Ich mache es jetzt, blink nach links, wechsel die Spur. Ja, hat funktioniert. Aber in der Stadt kann ich mir gut vorstellen, dass es damit Probleme gibt mit diesem automatischen Ausschalten. Der Anzug hier ist wirklich enorm. Ich kann es natürlich jetzt hier bei regennasser Straße nicht wirklich hundertprozentig ausprobieren, aber das ist schon beeindruckend, wenn man da drauf drückt. Und auch die Luftfederung ist auch ein sehr, sehr schöner Komfortgewinn, insbesondere gegenüber einem Model Y. Mit dem Fahrwerk bin ich bis heute eigentlich nicht wirklich zufrieden. Und das muss ich hier mal eben, würde ich ja gerne mal umstellen, dass er eben halt so anzeigt, wie ich fahre, genau. So. Also immer in Fahrtrichtung, so habe ich es eigentlich stehen. Das Lenkrad finde ich ein bisschen groß, muss ich sagen. Das kommt mir im Model Y und Model 3 etwas kleiner vor. Vielleicht ist es auch nur eine Täuschung. Weiß ich nicht. 200 Metern links abbiegen auf Rudigallee. Mit dem Auto fährt mir hier wirklich keiner weg. Ich bin jetzt im mittleren Leistungsspektrum, also der Techniker meint, es entspricht ungefähr 800 PS. Die Straßen sind auch klitschenass, also von daher, ich will natürlich hier auch keinen Unfall provozieren. Könnt ihr sehen, die Karte muss jetzt ja hier vorne liegen zum Aktivieren des Fahrzeugs. Vorher musste das hier vorne irgendwie so rumgefummelt werden, dahin gefummelt werden. Das war irgendwie das unpraktisch. Natürlich sowieso nur in Verbindung, wenn man eben halt kein Handy-Key benutzt, sondern eben nur die Karte. Jetzt werde ich gleich mal so ein bisschen probeweise über schlechte Stellen fahren, zu sehen, wie sich das auswirkt. Bislang läuft das Ding wirklich vollkommen smooth hier über die relativ schlechte Straße hier. Ist nicht so super leise. Hätte ich noch ein bisschen mehr Ruhe erwartet. Wie er hier rüber geht, auch über Schachdeckel und so. Jetzt soll ich mal hier so. Ja, ey, das ist schon krass. Krass gut. Wirklich beeindruckend. In 200 Metern rechts abbiegen auf Schiff Megaweg. Ja, die Blinker, die geben ja keine Möglichkeit, grundsätzlich mal so kurz anzublinken. Also irgendwie 3 Sekunden, dreimal oder so, wie man das mit dem Hebel kennt. Das habe ich hier noch nicht rausbekommen. Da muss ich immer zweimal drauf drücken. Die Scheibenwaschanlage oder die Scheibenautomatik habe ich aus. Der steht einfach auf Intervall. Wischt damit vielleicht ein bisschen zu häufig, aber
Ist mir in diesem Fall jetzt erstmal egal. Rechts abbiegen auf Schiff BKW. Ja, auch das hier kann man natürlich. Nee, doch, ich kann es hier nach unten schieben. Nach oben oder hier rein. Damit decke ich mir natürlich hier einiges ab. Das wird mir hier links auf dem Display, dem Frontdisplay, sowieso in meiner Miniatur angezeigt, ganz links. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Ne? Jetzt wäre es natürlich cool, wenn man jetzt mit FSD Beta hier mal eine Runde drehen könnte. Das geht ja in Deutschland leider noch nicht, aber kommt vielleicht bald auch. Und die Performance hier von dem Display, das ist auch allerbeste Performance. Wahnsinn. So, Alter, ID3, fahr zu. Da hat er gerade die Beschleunigung ein bisschen zurückgenommen. Hier gibt es ja die Funktion, dass man eben halt, dass die Beschleunigung automatisch zurückgenommen wird, wenn ein Auffahrunfall dadurch eventuell passieren könnte. Ja, das Fahrwerk ist nicht schlecht. Also ist schon ziemlich gut. Man hört immer noch ganz schön viel. Könnte noch ein bisschen Dämmmaterial reingebaut werden. Da sind andere sicherlich noch leiser, aber der Komfort an sich ist wirklich sehr gut. Da muss man sich echt nicht beschweren. Jetzt fahren wir gleich auf die Autobahn. Könnt ihr ja sehen auf der Karte. Ja, die Performance ist wirklich grandios. Springt auch immer wieder alleine zurück. So, jetzt sind wir auf einem Autobahnzubringer. Fahren auf die A1 Richtung Lübeck ein kurzes Stück. Der Wagen steht unter Strom, egal welcher Geschwindigkeit. Das ist wirklich enorm. Das ist wirklich noch viel, viel krasser als in einem Model Y, Model 3. Die Performance-Modelle können da vielleicht ein bisschen mithalten. Aber 800 PS oder 1020 PS oder so, das ist schon echt eine Ansage. Ich darf hier aber leider nur 80 fahren, von daher werde ich hier natürlich keine Kamikaze fahren. Ja, will der jetzt hier rüber oder will er nicht rüber? Also, das ist unklar. Idiot. Hundertfünfzig fährt der sowas von leicht, als wäre es eine Rakete, die gerade erst gestartet ist. Das ist wirklich phänomenal, unglaublich. So Spurassistent und so weiter habe ich jetzt gar nicht an. Ich weiß gar nicht. Ich muss den hier drücken. Ah, okay. Habe ich jetzt beides drin oder nur die erste Stufe? Nö.
Lenkassistent temporär nicht verfügbar. Okay. Ob die Geschwindigkeit vielleicht. Tempomat geht. Zweiter nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier drücken muss. Keine Ahnung. Ich muss sowieso gleich wieder runter. Jetzt musste ich gerade den Blinker automatisch manuell wieder ausmachen, indem ich nochmal drauf gedrückt habe. Jetzt gerade aushalten auf die Richtung Trittau. Er nicht ausgegangen ist. So, ich will hier rechts ab. Jetzt rechts abbiegen auf alte Landstraße. Jo. Was? Er hatte Angst, dass ich irgendwie jemanden auffahre. Ist aber noch ein bisschen sehr weit weg. Wahrscheinlich steht die Auffahrwarnung auf früh. Das kann man ja einstellen. In 200 Metern links abbiegen. Ja, dieses schöne Display hier vorne, vor mir, direkt über dem Lenkrad. Das Frontdisplay. Ja, das kommt auf der Kamera gar nicht so gut rüber. Das ist wirklich ja eher so in diesem View, also wirklich ganz toll abzulesen und übersichtlich. Und dann gleich daneben noch dieses riesen Display. So, jetzt bin ich am Supercharger, ein bisschen nachladen, mal gucken. Kostet mich ja nichts, muss Tesla bezahlen und dann geht's wieder zurück. Ja, so sieht's aus, wenn man am Supercharger ist. Da wird einem das Auto angezeigt, daneben ist der Supercharger, es wird angezeigt, wie schnell ich lade hier mit 120 Kilowatt. Das ist ein 150 Kilowatt Ladesäule hier, keine 250er. Und ja, er holt sich da ganz ordentlich was raus. Der Akkustand ist ja auch schon bei 65, das ist ein guter Wert. Sieht auch toll aus. Nur das Blaue muss weg. Ich mag kein Blau. Na gut, mal gucken, welche Software hier überhaupt drauf ist. 24.87, okay, dann müsste er ja eigentlich auch unter Beleuchtung. Adaptives Fernlicht hat er auch schon drin. Das hier kann ich nicht, das lasse ich lieber an. Ich will ja nicht zu viel verstellen hier. WLAN, Bluetooth, extra Felder dafür. Okay, alles gut. Die Federung ist natürlich einmalig für das Model S und X. Und ich mache das mal auf Sport. Und sage hier, vorübergehend angehoben, okay. Das kann ich hier gar nicht verstellen. Weil das Kabel angeschlossen ist, kann ich das nicht verändern. Na gut, da würde sich die Position des Fahrzeugs ändern und deswegen geht es nicht. Okay, dann ist ja merkwürdig. Aufladen. Okay, da kann ich es natürlich machen, aber vorher hatte ich noch ein anderes Fenster, so ein kleineres Fenster. Keine Ahnung. Ich werde das jetzt mal wieder entriegeln hier. Das soll reichen. Und das abstöpseln. Und dann fahren wir wieder zurück. Oder draußen zeige ich euch nochmal was Interessantes. Und zwar die Bremsscheiben. Die sehen ja nun nicht mehr so toll aus. Schönen roten Sattel haben wir hier. Welche Bremsen das jetzt hier genau sind, das hat sich ja auch ein paar Mal geändert, das weiß ich jetzt nicht. Und dann schauen wir noch mal vorne. Hier sehen sie eigentlich noch schlechter aus. So richtig verrostet. Ist mal ein Bremsservice angesagt. Ja, ich habe jetzt auch die Automatik eingeschaltet, dass das Fahrzeug alleine erkennen soll, ob ich jetzt vorwärts oder rückwärts fahren will. Dazu soll man einfach auf die Bremse betätigen. Und er hat tatsächlich sofort automatisch den Vorwärtsgang eingelegt und nicht den Rückwärtsgang, weil hinter mir ist es ja ziemlich crashig.
Und er zeigt es mir hier nochmal deutlich an. Ja, okay. Und auf geht's. Das Lenkrad ist irgendwie zu groß, finde ich. Also das ist mit Sicherheit größer als beim Model 3 oder Y. Jetzt rechts abbiegen. Die Federung wurde gerade angehoben, hat er mir angezeigt. Wahrscheinlich hat er das entsprechend so erkannt, dass es hier notwendig ist. Vielleicht wegen irgendwelcher Bordsteinkanten oder sowas. Ich habe es jetzt auf Sport gestellt, wie gesagt. Es ist schon tatsächlich straffer. Gucken, ob ich das Lenkrad auch noch während der Fahrt einstellen kann, weiß ich gar nicht. Sport. Ja, es geht. So, jetzt ist alles hier auf Sport getrimmt. Blöderweise fahre ich jetzt nicht über die Autobahn. Jetzt müsste ich eigentlich über die Autobahn fahren. Aber da bin ich ja schon gefahren, deswegen. Und ich muss ja auch wieder zurück. Tesla wartet. Nochmal eine schlechte Straße in Verbindung mit dem Sportmodus. Ja, man merkt schon, es ist ein bisschen holpriger. Ich kann das natürlich jetzt nicht objektiv mit irgendwelchen Messgeräten ja, genauestens vergleichen, aber sind nur meine subjektiven Eindrücke. Also das Display hier vorne gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr aufgeräumt und auch die kleine Darstellung der Navigation ist sehr, sehr deutlich. Und man weiß ganz genau, wann man da wie wo abbiegen muss. Da ist der Blick auf dem das große Display schon etwas schlechter umzusetzen. Ich gehe extra mal auf die rechte Spur. Hier mehr Unebenheiten sind. Also sehr leise ist er eigentlich nicht. Das kann man echt nicht sagen. Ich denke, dass da die deutsche Konkurrenz besser abschneiden würde. Und jetzt muss ich hier gleich mal einen abhängen, weil ich da vorne die Spur wechseln muss. Sollte kein Problem sein. Als ich hier die Spur gewechselt habe, ist der andere erst losgefahren. Also es ist unglaublich. Von 0 auf 60 in eine Sekunde oder so. Jetzt hat er das Blinken auch wieder nicht beendet, obwohl ich eigentlich ganz normal die Spur gewechselt habe, von links auf rechts. Ich sag ja, habe ich schon vorher schon mal irgendwo in einem Video behauptet, dass es in der Stadt schwierig ist. Ja, das soll es gewesen sein von der Probefahrt. Ich mache gleich nochmal ein Resümee. Ja, vorher noch mal so eine Impression von innen. Also es ist hier wohl diese beige Ausstattung. Finde ich schon mal besser als weiß, aber schwarz wäre mir persönlich noch lieber eigentlich. Es sind auch belüftete Sitze. Das Panoramadach ist natürlich auch riesengroß. Vergleichbar mit dem Model Y. Es geht also auch komplett durch. Und hier haben wir überall so Velour. Dunkelgrau Anthrazit. Sieht natürlich auch sehr schick aus. Besser als dieses weiße Plastikzeug, was beim Model 3 und Y verbaut wird. Schick. Ja, der Bildschirm ist ein bisschen zu mir hingedreht.
Hier haben wir ja so einen neuen Klapperatismus, hätte ich fast gesagt. Man hat hier einmal einen. Und hier kann man, glaube ich, auch noch, ach ja, die Kaffee-Cup-Holder kann man wegschieben und hat dann da drunter noch ein großes Loch. Kann man das sehen? Ja, das ist also wirklich riesen, total tief. Das kann man auch wegschieben, dann sieht man es noch besser. Wenn ich hier mit der Hand reingehe, das geht mir hier fast bis zum Ellenbogen, wenn ich mit der Faust nach unten reingehe. Das ist also wirklich riesengroß. Und das ist ein bisschen kratzig hier. Der geht leiser. Ja, wir haben also eine Klappe. Das kann man wegmachen. Das kann man hier wegschieben. Hier drunter ist natürlich auch noch eine Klappe. Unter der Mittelarmlehne. Überall so ein bisschen dieser Look hier. Wie nennt man das hier? Carbon-Look oder so. Ist es wahrscheinlich nicht. Ach ja, notfalls kann man hier übrigens auch die Gänge auswählen, wenn ich auf und ich sage jetzt D. Aha, das kann man hier also auch manuell machen, hier unten statt auf dem Display, falls es mal ausfällt. Das kann ja auch mal sein. P. Parkplatz. Und der Joe-Modus ist hier, glaube ich, auch nicht an. Wo war das? Sicherheit. Joe-Modus. Genau. Das ist angenehmer. Jo. Performance-Pedale. Hier alles sehr dunkel. Ambient Light hat er ja wahrscheinlich noch nicht, also nur das Weiße für den Fußraum und so weiter. Kann man gucken unter Beleuchtung, Deckenleuchtautomatik. Wo ist denn die Ambient? Gebe ich einfach ein. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ambient Beleuchtung. Ja, zeig's mir. Da. Ah, jetzt ist es an. Es war aus. Damit im Fußraum da noch ein bisschen Licht ist und hier an den Seiten wahrscheinlich auch. In Ablagen und so weiter. Gut. Ja, also mir hat diese Reise mit dem Model S in der Ausstattung Plaid sogar sehr gut gefallen und es war sehr beeindruckend. Das Fahrzeug hat eine tolle Verarbeitung, finde ich. Es hat wirklich gar nichts irgendwie geklappert oder sowas. Einige Kleinigkeiten sind mir aufgefallen. Der Scheibenwischer, den fand ich teilweise ein bisschen laut. Also den Motor konnte man ein bisschen hören. Die Abrollgeräusche waren permanent hörbar. Nicht wirklich störend, aber sie sind hörbar. Und sicherlich deutlicher als bei anderen Oberklasse-Modellen aus dem Hause. Mercedes, BMW, Audi, vielleicht auch Lexus. Ich weiß nicht, bin noch nie mit dem Lexus gefahren. Ist auch so eine Marke, die mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Aber sei es drum, das könnte sicherlich mit etwas mehr Isolierung oder Dämmmatten oder sowas, könnte man das sicherlich noch weiter optimieren. Aber mir hat diese Fahrt sehr, sehr gut gefallen. Was ich leider vergessen habe, ist nachzuschauen, wie viele Kilometer hat dieses Fahrzeug überhaupt schon auf dem Tacho und wie hoch war jetzt letztendlich mein Verbrauch. Das habe ich vergessen. Tut mir leid, das hätte ich gerne noch gewusst. Ich bin ja da jetzt durch die Stadt gefahren, ich bin über die Autobahn gefahren und wieder zurück durch die Stadt. Das hätte wahrscheinlich einen Verbrauch von irgendwas um 20 bis 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer wahrscheinlich gebracht. Kann ich aber jetzt nicht genau sagen und ja, sorry dafür. Beim nächsten Mal wird alles anders und besser. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und gibt euch auch so ein bisschen so Impressionen aus einem Model S Plaid heraus. Das ist schon ein Erlebnis wert und
Eine Probefahrt mit so einem Fahrzeug ist jederzeit möglich bei den Tesla-Händlern. Wenn ihr das machen wollt, benutzt gerne meinen Referral-Code. Dann kriege ich dafür auch noch ein paar Pünktchen, ein paar Gutscheinpunkte. So, das dazu. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.